So, ich bin geheilt, habe ein Vermögen für neue Stimpaks ausgegeben, habe Shit verkauft, wie gesagt, Moira wieder ein bisschen beleidigt und war beim Doktor und habe mich heilen lassen und ja. Und ich bin durch Schnellreise eben auch zum Technischen Museum gekommen und das werden wir jetzt auch endlich machen. Das verspreche ich euch, dass wir das diese Episode schaffen. Und ja, unglücklicherweise musste ich mich nicht durch die ganzen scheiß Mutanten da kämpfen, sondern wie gesagt, das hat mich durch die Schnellreise direkt vor das Technische Museum gespawnt. Und das ist doch auch schon mal was, wa? So, und was wir auch noch machen können, ist eben die Stimpaks, wenn ich sie finde, die 30, die wir haben, Hotkeyen. Und zwar da, wo die Energiewaffe ist, weil, wisst ihr, weil wegen Energiewaffe. So. Und unsere Energiewaffenwerte sind beschissen. Okay. Du hast dich gar nicht angemeldet, mein Freund. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, wir werden. Genauso sieht's aus. Mit einem Nagelbrett will er mich hier angreifen. Ich glaube, ich spinne. Ich gehe jetzt ins Technische Museum. Ich habe keinen Bock auf die Jungs. Tut mir leid. Wenn ihr in den All-Out-War wollt, dann kann ich euch den vielleicht ein anderes Mal bieten. So. Aber hier sind ja sowieso noch mehr Jungs, also. Haben wir bestimmt auch noch mehr Spaß mit denen. Komm, Kollege. Du bist dran. Ach, ist das schön, wenn ich jetzt mal die Oberhand habe. Ist das schön. Die Spielchen sind zu Ende. Ja. Komm her. Ach, Leute. Im offenen Feld mögt ihr vielleicht die Vorteile haben, aber in engen Gängen ist das mit der Schrotflinte schon super. So, was haben wir hier alles? Ein Stealth Boy. Geilomat. Noch ein Stealth Boy. Na, wenn das nicht was ist. Dies ist der persönliche Robco Stealth Boy. Modell 3001. Das von Robert Mayflower entwickelte Tarngerät generiert ein Modulationsfeld, das reflektiertes Licht von einer Seite eines Objekts auf die andere überträgt und den Träger des Geräts somit für das ungeübte Auge fast unsichtbar macht. Fast unsichtbar. Möchte ich damit nochmal anmerken. Gut, dass ich euch das vorgelesen habe. Weil ihr hättet es ja sonst auch wahrscheinlich nicht selber lesen können. Scherz. So. Wow. Krasser Shit. So, was kann ich denn jetzt alles machen? Oder beziehungsweise, was muss ich hier jetzt alles machen? Aufgaben. Kommunikationsschlüssel beschaffen. Alles klar. Gehen wir davon aus, dass wir hier rein müssen. In diesem Vault. Alright. Sicherheit, Überleben und Hygiene. Alles klar. Schlafen Sie ruhig. Wir wissen, dass Ihre das unterirdische Leben macht Sie traurig. Das ist schon echt so ein bisschen crazy hier gerade. Ein bisschen gruselig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Interaktive Schaltfläche. In den Wohnsektoren Schalter kommt an. unser revolutionäres automatisches Saug- und Wischsystem zum Einsatz, um den Kindern hinterher zu putzen. Ja, wir Kinder, wir sind schon echte Kleckermäuler. Was ist denn hier? Ich das auch mal machen? Ja. Alle Mütter lieben unser Coolinator 3000 Küchensystem, mit dem das Kochen zum Kinderspiel wird. Ich kann schon die Muffins im Backofen riechen. Ich auch. Die Muffins von deiner Mutter. So, gut. Kann ich das auch anmachen hier? Ja. Langeweile? Das muss nicht sein. Kommen Sie in den Entertainotron-Raum und genießen Sie die neuesten Holobänder. Eine weitere Vault-Tech-Innovation. Oh, krass. Voll Hans-Dieter da drin. Sicherheitsbedenken. Unsere Kameras mit beweglichen Augen ermöglichen es dem Vault-Anführer, Sie ständig zu beobachten. Im unwahrscheinlichen Fall des Weltuntergangs werden Sie froh sein zu wissen, dass Ihre Familie in einer Vault-Tech-Vault in Sicherheit ist.
Bei weiteren Fragen lassen Sie sich von unseren hilfsbereiten Vault-Tag-Führern eine Broschüre geben. Delta Exhibit. Delta 9 Exhibit, achso. Planetarium Virgo 2 Exhibit. Alles klar. Ich würde aber einfach auch gerne jetzt diesen dämlichen Schlüssel finden. Dann geben wir mal den Westflügel. Ja, ja, diese Hauptquest habe ich verpasst. So. Ja, sieht doch alles ganz super aus hier. Mal gucken, ob wir hier unten lang gehen können. Das ist eine Whiskyflasche. Wenn eine Whiskyflasche, können wir hier was hacken. Außerirdische Verachtung, Scheiße. Außerirdisches Faktum. Okay, ja, der Planet Jupiter ist größer als 1000 Erden. Das ist, ihr habt alle Astronomie bestimmt schon mal angekratzt in der Schule, im Studium, was weiß ich, dann wahrscheinlich nicht mehr angekratzt, sondern wirklich thematisch euch intensiv damit auseinandergesetzt. Dann brauche ich das jetzt auch nicht wirklich näher erklären. Krass. Das ist ja cool. Kann ich das Ding anmachen? Seit Anbeginn der Geschichtsschreibung hat der Mensch einen unstillbaren Hunger nach dem Wissen des Universums. Hui. Um zu verstehen, was an diesem unbekannten Lebensraum um unseren Planeten herum so interessant ist. Die Spielchen sind zu Ende. Ach so, ja, ja, ja. Jungs, ich gucke mir gerade so ein bisschen das Planetarium an, ne? Also, so ein bisschen Diskretion ist auch geboten. Meine Handys aus, Schrotflinten in die Taschen. Wir wollen uns jetzt ein bisschen die Sternchen angucken. Wir müssen nicht immer gleich so stürmisch einfach rumsprühlen, ja? So. Schluss mit den Unterbrechungen hier. Aha, so, gut. Moment. Wo bin ich jetzt eigentlich hergekommen? Ah, geil, Nuka-Cola Quantum. Fetter Shit. So. Am Schreibtisch haben wir Munition. Und noch dazu. Hier haben wir einen Erste-Hilfe-Kasten. Mit mehr Stimpaks. Kann ich gebrauchen, sehr gut. Ein Gewehrschwank, verschlossen schwer. Oh no. Den hätte ich jetzt gerne geöffnet. Nun ja, man kann nicht alles haben, ne? Also hier, bin ich hier reingekommen? Ich glaube, dass ich hier reingekommen bin. Ich weiß es aber auch nicht mehr. Gut. Die Tür ist verschlossen. Super. Moment, das schaffen wir. Nein. Fuck! Okay, Konzentration. Jungs, Mädels. Transvestiten, drück mir die Daumen. Scheiße. Nein, nein, nein. Also es war hier oben schon irgendwie richtiger. Oh Mann, ihr Huren. Ganz im Ernst. Sehr gut. So, was haben wir hier? Na, endlich geht's hier mal voran, ne, Leute? Nicht immer so ein zielloses Wirrwarr, was sich mir hier erspielt. Okay, wo geht's hier lang? Hier ist auch ein Raum. Alles klar, hier sind Jungs. Oh, guck mal, wie süß, er hat eine Pilotenkappe auf. Okay, das war jetzt weniger. Alter! Hallo? Krass. Übertreib mal nicht.
Meine Güte. So, gleich raube ich euch alle aus, aber erstmal muss ich hier mit den Jungs hier fertig werden. Mein Gott. Unglaublich. Warum das mit der Schrotflinte nicht so effektiv ist, ist mir immer noch schleierhaft. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Kurzer Prozess mit den Ladies. Super. Hier liegt der nächste Super Mongo. Ist aber auch nett hier. Hab ich dich. Von wegen. So. Ich hab dich zuerst. Mann, es ist aber auch ein Riesenort hier. Ich habe immer das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse. Dass ich ein Geheimnis nicht erkenne. Das, was es ist, beziehungsweise finde. Ja. Hab ich doch gewusst. Jetzt fliegen die Fetzen. Ja, aber nicht meine Fetzen. Schade. Weder deine noch meine Fetzen sind geflogen. Delta 9 Rakete. Okay, die Delta 9 Rakete, die im Auftrag der USSA 2020 gebaut wurde, war das letzte der bemannten Raumfahrzeuge, mit denen unsere tapferen amerikanischen Astronauten ihre Reise zum Mond antraten. Die Delta 9 war knapp 15 Jahre lang im Einsatz, bevor man sie für militärische Zwecke umgebaut hat und die Besatzung und Instrumentabteilung durch atomare Gefechtsköpfe ersetzt wurde. Die Delta 9 verzeichnete 77 erfolgreiche Starts, was sie zu einem der erfolgreichsten Raumfahrzeuge in der Geschichte der USA macht. Die Rakete, die zur Gänze von Wissenschaftlern der USSA entwickelt, war ein einstufiges Transportmittel mit einem abwerfbaren Besatzungsbereich oder Satellitenlagerschacht. Das Antriebssystem bestand aus einer Kombination aus elektrischer und nuklearer Energie, bei der die Kernreaktion durch einen massiven Elektrostoß beim Start ausgelöst wurde. Alles klar, wie lange dauert das hier noch? Ja, die siebentägige Zeus-12-Mission zum Mond. Super. Alles klar. Gut. Hier steht wahrscheinlich dasselbe drin. Ja. Mannschaftsabteilung zeigen. Okay, ja, gut, 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 gut. Wunderbar. Habe ich euch nochmal zwei Paragraphen Quatsch vorgelesen über die Delta 9 Rakete. Aber schön, dass es die erfolgreichste Rakete war. Seit langem. In der Zukunft, natürlich. Futura. So. Hier noch was Interessantes. Kochplatte. Mein Gott. Fleisch und Bohnen. Gut. Das wissen wir mittlerweile auch. Und das ist auch wieder verschlossen. Wer will wissen, dann... Wer will wetten, dass ich hier auch wieder das Schloss bzw. meine Haarklammer zerlege? Doch nicht. Und hier geht's weiter. Ich bin ein bisschen heiser, muss ich feststellen. Hammer. Mhm. Come on, Altmetall. Here we go. Sehr geil. Also was in den Kisten hier drin? Nichts, 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 nichts. Egal. Yeah. Gut.
Gut. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Auch schön. Museumswartung, aha. Aha, das Programm erhält an und wiederholt sich. Ja, das haben wir ja auch festgestellt. Trotzdem schönes Planetarium, muss ich sagen. Geilo. Schlüssel und Kronkorken kann man immer gebrauchen. Ein leerer Koffer. Kann keine Sau gebrauchen. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Clipboard, ach so, ja, gut. Gut, okay. Ist auch nichts Besonderes hier oben. Gut. Haben wir es dann bald geschafft? Wo muss ich hin? Wo finde ich diese sagenumwobene... Was? Hä? Hier? Da oben? Ist das über mir oder... Oder was? Oder hier vielleicht? Ich bin... verwirrt. Ich weiß nicht mal, wonach wir suchen, aber... Nicht nach dem Herzen des Supermutanten. Das ist auch eine Raumrakete hier. Das ist auch alles schön. Ich kann nur... erraten... Ah! Die Kommunikationsschlüssel des Mondlandegeräts Virgo 2 scheint sich leicht abmontieren zu lassen. Ja. Ey, ist das... Gut. Ja, wir haben Teil dieser Quest geschafft. Alles klar. Freunde, wenn wir wieder zurückkommen, dann werden wir diese Schüssel an dem Washington... in der Washington-Statue montieren und wir werden endlich herausfinden, wo zum Teufel unser Vater steckt und was wir, wohin uns der Weg in Fallout weiterhin verschlagen wird. Alles klar, danke fürs Zuschauen, ihr seid supi und wenn euch die Episode gefallen hat, wie gesagt, liken, favorisieren oder mir in die Comments schreiben, wie scheiße ich bin. Alles klar, macht euch noch einen schönen Abend. Haut rein, ciao.